Moin! Herzlich willkommen zurück zur Donnerstagsausgabe Let's Play LS17 und Friesische Marsch Map. Version 2.0 ohne Gräben. Was soll ich sagen? Ballen sammeln. Ja, ich weiß, leidiges Thema, zieht sich hier über 5000 Folgen gefühlt. Und es werden nicht weniger. Wir nähern uns hier dem Ende und fürs weitere Ballen sammeln habe ich dann auch schon eine Idee. So, und der andere Big M hat durchdrehende Reifen. Heißt es. Na denn, müssen wir uns das ja gleich mal angucken. Wo hat er denn durchdrehende Reifen? Achso, ist natürlich auf dem Ballen. Nee, aha. Eine Holzpalette gefahren. Warum auch immer hier eine Holzpalette rumliegt. Mal eben hier irgendwo an die Straße lege. So. Okay, er macht weiter. Sehr schön. Ja, jetzt fragt ihr euch, was soll denn der Quatsch? Der presst ja noch mehr Ballen hier. Der ist ja bescheuert. Ja? Halbwegs. Halbwegs stimmt das. Halbwegs bin ich bescheuert. Aber ich will was ausprobieren, ob das funktioniert, dass wir mit dem Ballen sammeln eigentlich nichts mehr zu tun haben, aber nicht mehr viel. Und zwar habe ich einen anderen Ballensammelwagen gekauft, schon in der letzten Folge. Und ich will jetzt mal gucken, wenn ich den hier praktisch auf den gleichen Kurs schicke wie den Big M. Klar, der wird nicht alle Ballen kriegen, also den da vorne zum Beispiel wird er nicht kriegen. Ganz klar. Ja, da muss man dann nachher nochmal einmal übers Feld und nacharbeiten. Und es sind auch ganz wichtig zu wissen, nur 1,30 Meter große Ballen und keine 1,50 Meter großen Ballen. Das rafft der Sammelwagen nicht. Den kann man bestimmt umschreiben. Ja, ich konnte es nicht. Ja, und der Unterschied, den hier nämlich dieser Sammelwagen hat, zu den anderen Sammelwagen, ich sehe unten einen Füllstand, der ganz normal angezeigt wird, als wenn das ein Dingens wäre. Jetzt kommt es natürlich nur darauf an, wie viele Ballen denn wirklich gut liegen und wie viel schlecht liegen. So, den schnappt er sich noch, den nächsten wird er sich wahrscheinlich nicht mehr schnappen. Doch, auch noch. Ja. So, da passen immer nur 8 Stück von rein. Das ist aber jetzt nicht dramatisch, wie ich finde. Oder 8 Stück von auf, weil. Warum? Achso, den hat er nicht genommen, weil das noch ein 1,50 großer Ballen ist. Ich habe die Geschwindigkeit auch künstlich runtergesetzt, weil er gar nicht so schnell die Ballen laden konnte, wie er gefahren ist. Versucht jetzt richtig auf den Kurs zu kommen. Aber das interessiert uns ja später alles gar nicht. Wobei hier liegen natürlich die Ballen echt alle im Weg. Da muss ich mir dann nochmal so ein Ballenschild wahrscheinlich besorgen. Aber ich will erstmal grundsätzlich ausprobieren, ob das hier überhaupt passt. Also ob das überhaupt funktioniert. So. Gerät muss entladen werden. Jetzt sagt er nämlich... Gerät ist voll und muss entladen werden. Okay. Also Abfahrer entlassen. Kurs löschen. So, und jetzt machen wir das, was wir immer machen mit
Oh. Das muss natürlich eingeklappt werden. Mal gucken, ob das geht. Großaufzeichnung beginnen. Hab das noch nie gemacht, aber ich habe das so in der Art, habe ich das mal beim Experience gesehen. Hallo Jens, wenn du das siehst. Cool. Ich hoffe, dass ich habe mir das Video jetzt nicht nochmal angeguckt. Ich habe das vor Monaten mal gesehen. Mal gucken, ob ich das noch so richtig wiedergebe. Ah, der Big M hat schon wieder durchdrehende Reifen. Mal gucken, wo er jetzt drauf gefahren ist. Wenn man so Felder bearbeitet, die man sonst noch nie bearbeitet hat, dann findet man auf einmal Sachen. Sag ich euch. Mal gucken. Ich befürchte ja, dass ich damit mehr Arbeit haben werde als auf die herkömmliche Art und Weise, aber wir lassen uns überraschen. Ja, ach, da liegen ja auch noch Ballen. Ja, super. Dann wisst ihr ja schon, was wir diese Folge machen. Muss ich hier dann eigentlich einen Pausepunkt setzen auch noch? Oder reicht hier einen Ladepunkt zu setzen? Sind die eingelagert? Ups. Achso, das klappt sich wieder hoch. Genau, das gehört ja dazu. So. Ich befürchte ja, das funktioniert nicht. Dafür fährt wahrscheinlich auch die Ultima zu schnell und die Ballen fallen zu schnell runter. Und bewegen sich dafür zu sehr. Dafür muss ich wahrscheinlich die Krone Ultima auch... Ach, den Big M meine ich. Der fährt natürlich zu schnell. Der zieht ja die Ultima. Muss ich wahrscheinlich langsamer einstellen. Aber wenn das funktioniert, wäre das natürlich eine Art und Weise, die vollautomatisiert laufen kann. Wo du dann nachher überhaupt nichts mehr mit zu tun hast. Und der einfach immer... was weiß ich, Silageballen zur BGA fährt und verkauft. Einfach so. Hast zwei Geräte, die zwar die ganze Zeit fahren und Sprit brauchen und so, aber die auch immer richtig Kohle einbringen. Speichern. G15. Ja. Ballen. Ja. So, den muss ich jetzt einmal löschen. Und dann muss ich... Ah, ist 15 Big M. Und... G15 und beim Händler. Das Ganze ist Feldarbeit.
Und mal gucken, wo ich anfange. Hier von mir. Zu viele Ladepunkte, nur 0 erlaubt. Falscher Trailer für diesen Modus. Ja, geht nicht. Muss ich mir das Tutorial wieder angucken. Kann ich jetzt auch nichts machen. So. Der liegt hier auf dem Ballen drauf, richtig? Ja gut, dann muss ich nochmal gucken, was der Experience da gemacht hat. Der hatte das nämlich irgendwie, aber ich weiß nicht mehr, wie er es hingekriegt hat. So. Sorry Leute, ihr müsst auf dieser Folge nochmal ganz, ganz tapfer sein. Und hier einfach nochmal zugucken, wie ich zumindest hier die restlichen Ballen sammle. Feld 11 und Feld 16 will ich fertig haben. Da will ich nichts mehr mit am Hut haben. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ach, ich muss ja auch noch meinen Silageverkäufer wieder auf Tour schicken. Bringt immer richtig Asche, ey. Kann man sagen, was man will. Ich fahre jetzt einfach mal hier vorne, ja. Dann nehme ich auch noch bei. Und mit dem wollte ich eigentlich Trailer verkaufen. Noch eine Runde und wir haben 9 Millionen geknackt. Ja, jetzt zeige ich das hier so verzögert an, weil das alles noch, ne, über das Multi-Overlay hat. Der ist eigentlich schon lange fertig. Oh, der Big M, schon wieder durchdrehende Reifen. Ich glaube, ich lasse ihn da. Ich schalte ihn gleich ab. Wir haben dann auch irgendwann mal genug Ballen. Der hatte jetzt Feld 15 dann schon, glaube ich, fast komplett zu Ende gepresst. Ich habe den mal so ein bisschen laufen lassen. Offline. Das war's.
Ja, genau, das war's. Ihr hört es, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß, dass das mit den Ballen echt langweilig ist. Kümmere mich drum, dass das bald mal vorbei ist. Ja, also nächste Folge, denke ich mal, sammeln wir noch so wie bisher. Und die Folge danach, also ab Wochenende, sammeln wir dann entweder automatisch oder gar nicht. Also da versuche ich mal, das irgendwie hinzukriegen. Ich muss da nochmal gucken, was der Experience da gemacht hat. Der hat da ja immer so tolle Lösungen. Der Hammer. Und wir haben die 9 Millionen geknackt. Cool. So, ich bedanke mich bei euch und sage ciao.